von mir. Heute gibt es mal wieder einen Food Haul. Die schaut ihr ja besonders gerne und gerade in der Zeit, wo ich jetzt abnehme. Es gibt auch aktuell eine Serie auf meinem Kanal, Endlich Abnehmen, mein Weg zum neuen Ich. Da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann nehme ich euch mit durch meine Reise zu meinem, ja, um meinen Körper natürlich wieder gesünder zu machen, fitter zu machen, Sport zu machen. Ich beschäftige mich dort auch mit Ernährung und natürlich mit Sport, hatte ich ja gesagt, aber auch mit Persönlichkeitsentwicklung, also all das, was dazugehört. Also könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr auch Vlogs sehen wollt, Mama-Vlogs, dann seid ihr auch richtig. Und ich würde sagen, ich lege jetzt los. Ich habe bei Rewe eben eingekauft, also es ist kein Online-Einkauf. Das ist ja momentan recht schwierig, aber ich muss sagen, es gab bei unserem Rewe alles, es war alles schön notiert. Es wurden die Regeln eingehalten, also ich wurde desinfiziert, meine Hände und der Einkaufswagen. Und es war alles aufgefüllt. Das Einzige, was es tatsächlich nicht gab, war Klopapier. Genau, aber ja, das brauchen wir aktuell noch nicht. Deswegen ist das jetzt für mich nicht so schlimm gewesen, aber natürlich für die anderen Leute nicht so toll. Ich habe 127 Euro ausgegeben und ich zeige euch jetzt mal, was da so alles dabei ist. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. So, eine Kiste habe ich mir mal nach vorne gemopst. Es sind ja ganz viele Sachen, die ich für nächste Woche geplant habe mit meinem Essensplan. Den habe ich euch auf Instagram hochgeladen. Also wenn ihr da mir noch nicht folgt, könnt ihr das gerne machen. Den habe ich dort in die Highlights. Das ist der Essensplan für nächste Woche und da seht ihr die ganzen Gerichte. Die werde ich dann dort mit Instagram, also bei Instagram posten. Wir gehen jetzt mal mit Suppengrün, also ganz klassisches Suppengrün. Das ist für eine geplante Bohnensuppe gewesen, die jetzt in eine Wirsingkohlsuppe umfunktioniert wurde. Dazu habe ich einen Bio-Wirsingkohl gekauft. Der ist recht klein, was ich aber sehr gut finde, da ich immer das Gefühl habe, wenn ich so einen riesigen Wirsingkohl habe, dass ich das gar nicht mit in die Suppe bekomme. Also darüber war ich sehr froh. Dann habe ich Erdbeeren mitgenommen, 2 Packungen. Für die Kinder natürlich. Ich liebe auch Erdbeeren, also wir mögen alle Erdbeeren, die kann man überall mit dran machen. Dann habe ich einmal Mini-Rispen-Tomaten mitgenommen. Die mag ich immer sehr gerne. Ich finde die vom Geschmack her sehr, sehr fruchtig und auch so ein bisschen süßlich. Also ich finde die tatsächlich von all den Tomaten, die es so zu kaufen gibt, zumindest bei Rewe oder Edeka mit am besten. Es gibt natürlich noch viel mehr Sorten. Und dann habe ich einmal Pastinake mitgenommen, auch wieder in Bio-Qualität. Nicht wundern, mein Nagellack ist abgeblättert. Das ist, es fokussiert nicht. Das ist für Ella gedacht. Dann habe ich nochmal Rispentomaten eingekauft, einfach weil wir viel Tomaten essen und weil ich das brauchte und ich dann erst wieder in einer Woche einkaufen gehe. Also das ist jetzt praktisch ein kompletter Wocheneinkauf für uns. Dann habe ich so einen Salat mitgenommen, feiner Römer-Salat, 4 Stück. Die sind ganz klein, also die sind wirklich sehr klein, so groß sind die. Und da werde ich mal eins nehmen und mir daraus einen Salat machen, denn meine Kinder essen ja keinen Salat so wirklich. Deswegen macht das nicht Sinn, immer so einen riesigen zu kaufen. Und das war zumindest der Hintergrundgedanke. Dann habe ich einmal grüne Tafelbirnen mitgenommen in Bio-Qualität, auch zum Dünsten für Ella und natürlich auch für uns. Das mögen ja die Kinder auch sehr gerne. Dann Chiquita-Banane. Dann habe ich noch einmal Brokkoli mitgenommen. Der war auch für ein Gericht. Und dann gab es dort Babyspinat. Das kann man ganz gut mit an den Smoothie machen. Sonst habe ich das immer tiefgefroren, aber wenn es frisch da ist, ist es natürlich noch immer, ja, es ist noch schöner, meine ich. Dann ein kleines Brot, also wirklich ein sehr kleines Brot. Es ist schon geschnitten. Alpenfestbar heißt das. Hat 99 Cent gekostet. So sieht es aus und das friere ich ein, sodass wir das unter der Woche dann wieder rausholen können. Ich hole das nochmal früh raus und dann ist es abends auf jeden Fall essbereit. Dann habe ich einmal Aromatica Roma Rispen Tomaten mitgenommen. Nochmal so eine kleinere Packung. Dann gab es einmal frische fettarme Vollmilch. 1,5% Fett. Genau, und die habe ich zweimal mitgenommen für die Kinder, weil sie ja diese Pflanzenmilch nicht so wirklich gerne trinken. Und wenn sie unter der Woche frühes Müsli essen. Dann habe ich einmal Baguettebrötchen mitgenommen für das Wochenende, denn meine Kinder mögen diese Brötchen mit diesen Körnern nicht so wirklich. Und Felix hat mir heute den Auftrag gegeben, noch helle Brötchen zu kaufen. So, und dann noch einmal Bauernbrötchen, also das ist für nächstes Wochenende geplant. Und dann habe ich 3-mal Gurken mitgenommen. 3 Gurken, die macht man auch an den Salat oder Gurkensalat, überall mit dran, wo man möchte. Dann habe ich einmal Zucchinis mitgenommen. Die sind auch für Ella gedacht, denn ab dem 7. Monat dürfen die Kinder auch Zucchini essen. Und dann habe ich noch einmal Rucola mitgenommen. Den kann man ja auch entweder zum Garnieren nehmen, auf die Schnitte oder mit in den Salat machen. Also da gibt es ja auch
Variationen ohne Ende. Und dann der Wunsch meines Sohnes, ich soll unbedingt Erdbeermarmelade mitbringen. Das ist, glaube ich, das Allerliebste, was er isst auf seinem Brot. Und da habe ich einmal von Mövenpick eine mitgenommen und einmal von Dabo. Dann einen Magerquark. Also das war der erste Korb und jetzt geht es zum zweiten. Machen wir weiter mit der zweiten Kiste. Da habe ich einmal Bio-Champignons gekauft. Die mache ich auch sehr gerne mit an den Salat. Natürlich, aber die brauchte ich auch für ein Gericht. Und dann habe ich zwei Avocados gekauft. Die esse ich auch sehr gerne zum Beispiel in einer Bowl oder halt auch im Salat oder auf dem Brot. Schmeckt es auch ganz lecker mit Tomate. Dann eine Paprika. Für Gemüsesticks zum Beispiel kann man das sehr gut verwenden. Dann habe ich nochmal einen Speisequark mitgenommen. Dann habe ich einmal Gartenkresse mitgenommen. Ich glaube, das wisst ihr schon, dass ich das sehr oft und sehr gerne esse. Das hält bei mir auch tatsächlich nicht so lange. Also ich mache das überall drüber. Und dann habe ich noch etwas ganz Tolles gefunden. Das habe ich so da noch nicht gesehen. Und zwar ist das Bio-Rote Rettichkresse. Die sieht so aus. Super interessant. Und ich bin schon sehr gespannt, die zu essen. Also die riechen komplett unterschiedlich. Riecht etwas süßlicher. Ich finde, es sieht so schön aus. Dann habe ich einmal Hähnchengeschnetzeltes mitgenommen. Da gab es leider keine Bio-Variante zu dem aktuellen Zeitpunkt, als ich dort einkaufen war. Und das brauchte ich auch für ein Gericht. Dann habe ich auch etwas ganz, ganz Tolles entdeckt. Und zwar Frankreichs Variationen. Eine Käseplatte. Ich liebe ja Käse und da sind verschiedene Käsesorten drauf und es passt natürlich perfekt zum Abendbrot, wenn man dann noch einen frischen Salat dazu genießt und vielleicht einen Roséwein und diese Käsesorten ausprobiert. Also mein Freund und ich mögen das sehr gerne. Deswegen bin ich schon froh. Also ich freue mich darauf sehr, das auszuprobieren. Dann habe ich einmal Bio-Polenta gekauft. Auch das hatte ich leider nicht mehr vorrätig. Das war oder ist für ein Gericht gedacht für Ella, also für meine 6 Monate alte Tochter. Fast 7 Monate jetzt schon und bin ja mal gespannt, also wie sie das findet. Das habe ich auch bei den anderen Kindern noch nicht gemacht. Und dazu brauchte ich auch Quellwasser bzw. Heilwasser. Quellwasser, das ist ja dann aus einer Quelle entsprungen. Und da habe ich jetzt im Rewe das hier gekauft. Staatliches Fachingen Stillwasser. Das ist auch ausgeschrieben als Heilwasser. Falls euch das jetzt nichts sagt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das schmeckt eigentlich ganz neutral, etwas salziger als das normale, würde ich jetzt behaupten. Aber ich würde sagen, probiert es einfach mal aus. Ich trinke das sehr gerne. Es gibt es auch Medium. Ich habe es jetzt natürlich nur für Ella einfach mitgenommen. Dann habe ich noch Äpfel mitgenommen. Die brauchen wir natürlich auch immer, Kanzi-Äpfel. Und die finde ich vom Geschmack her einfach, ja, die sind so knackig, süßlich, auch ein bisschen säuerlich. Und die sind relativ klein jetzt gewesen, sodass man die gut schneiden kann und die Kinder einfach mal so zwischendurch diese Apfelstückchen essen können. Das machen die ja auch super gern. Und wer mich schon länger kennt, weiß natürlich, dass was nicht fehlen darf, frische Blumen. Da habe ich jetzt Tulpen mitgenommen, einmal 2 weiße und dann noch einmal eine gelbe. Das mixe ich dann und dazu Narzissen. Die gehen ja dann auch auf. Also das werde ich nachher wieder alles neu aufstocken. Das hatte ich ja letzte Woche schon gemacht. Und damit es dann wieder schön aussieht, dann habe ich 2 Packungen Bio-Kartoffeln mitgenommen, auch natürlich für Ella, aber auch für die Gerichte. 1,5 jeweils, also insgesamt 3 Kilo. Und wenn man Kartoffelpüree macht, was ja geplant war, braucht man ja immer etwas mehr. Zucchini mitgenommen aus 100% Dinkel, aus ja, Urkornpasta steht da drauf. Also die sind wirklich sehr dunkel. Und das habe ich eigentlich auch gedacht, um das mal Ella zu geben. Ich bin gespannt. Also, ich werde das bestimmt mit der Kamera festhalten, falls euch das interessieren sollte. Dann habe ich einmal Putenbrustfilet mitgenommen und Pastrami. Das ist gepökelte Rinderbrust, geräuchert und gegart. Wer das nicht kennt, also ich kenne das jetzt nicht, sehr klar vom Namen her, aber so habe ich das, glaube ich, noch nicht gegessen. Dann habe ich einmal Bio-Salami mitgenommen vom Schwein und Rind. Dann habe ich eine Brotbackmischung mitgenommen, Sonnenblumenbrot. Und ich werde dann auch nochmal selber Brot backen, wenn das nicht reicht, je nachdem. Und einmal tiefgefrorene Himbeeren, die sind mir gestern leer gegangen, bei meinem Kuchen. Und einmal Rewe Bio-Orangen. Und dann habe ich 2-mal Butter mitgenommen, ganz normale deutsche Markenbutter, mild gesäuert. Die brauchen wir auch immer, also 2 brauchen wir da schon in der Woche. Und dann habe ich etwas entdeckt, das fand ich eine sehr gute
ja, Idee. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist halt so, dass die männlichen Küken, ja, wie soll ich das sagen, eigentlich geschreddert werden und nicht überleben. Oder wird der Schnabel wird auch vorne abgeschnitten. Also es ist nicht so schön. Und hier steht zum Beispiel Spitz und Bube von Legehennen ohne gekürzten Schnabel, Aufzucht der männlichen Küken. Kontrollierte Freiheit und Tierhaltung verbessert. So sehen die aus. Und das habe ich dort auch gefunden. Da habe ich 2 Packungen mitgenommen. Das ist auf jeden Fall erstmal eine Alternative zu den anderen Eiern, wie ich finde. Natürlich ist es wahrscheinlich am besten, wenn man das gar nicht zu sich nimmt. Aber wenn man das ab und zu mal macht. Oder wir kriegen ja zum Beispiel auch die Eier von Biobauern oder von Bauern, die uns dann geliefert werden. Aber es ist halt nicht immer der Fall. Deswegen habe ich jetzt diese Packung mitgenommen. Und dann, meine Lieben, in Zeiten wie diesen, habe ich noch 2 Roséwein mitgenommen. Also das trinkt mein Freund und ich abends gerne mal nach dem Essen oder so. Also ein Glas dazu. Jetzt nicht zwangsläufig, wenn die Kinder mit am Tisch sind, aber ja, danach auf jeden Fall, es kommt jetzt auch nicht so oft vor, 1-2 die Woche, gerade auch wenn man abnimmt, ist das ja nicht so gewünscht. Da habe ich aber einmal Rotkäppchen Qualitätswein mitgenommen. Da wir das jetzt noch nicht so lange praktizieren, habe ich gedacht, ich teste mich einfach mal durch das Sortiment. Und dann habe ich einmal Dornfelder Rosé mitgenommen. Ich habe letztens einen getrunken, den fand ich super lecker, aber ich weiß leider nicht mehr, von welcher Marke der war. Und dann noch einmal Schlagsahne, die nehme ich auch immer sehr gerne zum Kochen oder halt zum Verfeinern von Soßen. Und dann habe ich etwas entdeckt an der Kasse, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Und zwar ist das der 2. Teil von Die Eiskönigin und bei 3 Kindern, glaube ich, lohnt sich das. Also Ella wird es ja noch schauen. Felix und ich fand den Film so schön. Ging es euch da auch so? Also der hat mich total berührt. Mein Freund hat den noch nicht gesehen. Und dann habe ich noch einen Braten mitgenommen, also einfach Rinderfleisch. Das werde ich auskochen für Ella und das dann pürieren, sodass ich das dann einfrieren kann in ganz Mini-Portionen und dann immer mit unter das Essen mischen kann. Ich bin mir da nämlich nicht ganz sicher, wie das mit dem B12 ist und wir leben ja jetzt nicht komplett fleischfrei. Also wir essen natürlich wenig Fleisch, aber wir verzichten da noch nicht drauf. Also ich achte da schon noch mehr drauf, aber ich will das jetzt keinem vorschreiben. Und das ist auch für die Suppe gedacht. Also ich werde das einmal für Ella machen und einmal für die Wirsingkohl-Suppe. Ja, das war es jetzt eigentlich auch mit meinem Einkauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr also vielleicht neue Rezepte braucht und das mit mir zusammen ausprobieren wollt, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Ansonsten schaut auch gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. So weit komme ich gar nicht. Meine Kamera ist so weit weg.